Ein absolutes Jahrhundertspiel spielte sich heute in der Bundesliga ab. Man kann es nicht anders sagen, der FC Bayern München bricht sämtliche Rekorde. Aber nicht nur im Positiven, nein, in der ersten Halbzeit, da fängt man sich sogar 3 rote Karten insgesamt ein. Das gab es so in der Bundesliga noch nie. Meine kleine Analyse hier zum Spiel, hier im Video. Vorab, lass dein Like auf das Video da und auch ein Abo auf den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Aber damit kommen wir auch schon zurück zum Thema. Ja, die Bayern schrauben hier tatsächlich Darmstadt so richtig auseinander. Und das Geisteskranke daran, zur Halbzeit steht es 0:0. Und alle denken, oh, was ein Spiel, das verläuft nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Vor allem mit 3 roten Karten in der ersten Hälfte. Es beginnt beim FC Bayern München. Joshua Kimmich fliegt nach 4 Minuten vom Platz. Man hat schon gedacht, okay, jetzt verliert man hier gegen den Aufsteiger, gegen Darmstadt 98. Aber nein, in der 21. Minute fliegt Klaus Gajusa von Darmstadt vom Platz, in der 41. Matej Maglica, alle 3 nach Notbremse. Und so geht es eben auch in die Halbzeit und man hätte es kaum glauben können, was in der zweiten Halbzeit passiert. Die Bayern zerlegen Darmstadt 98. Es war wirklich wie aus dem Bilderbuch. Den ersten Bundesliga-Rekord, den hat man schon in der Halbzeit gebrochen, denn 3 rote Karten in einer ersten Halbzeit, das gab es in der Bundesliga so noch nie. Den nächsten Rekord, den stellten die Bayern quasi mit Schlusspfiff auf, denn so viele Tore geschossen in der Bundesliga, wie sie jetzt nach 9 Spieltagen haben, das haben sie persönlich noch nie, ein absoluter Rekord in der Vereinsgeschichte. Und da zeigt sich natürlich auch die Verpflichtung von Harry Kane auf, der Typ ist geistesgestört drauf, was der heute mit Darmstadt schon wieder gemacht hat. Vorlagen, Tore, der Typ kann alles. Darmstadt absolut natürlich die zweite Hälfte, da spielt nur der FC Bayern München, da braucht man auch nicht groß drum rumreden, wenn man sich die Statistiken anguckt, was ganz anderes, als es damals noch der Fall war, jetzt gegen Galatasaray, wo die Bayern glücklich hatten. 27:8 Schüsse, 16 aufs Tor, 3 aufs Tor bei Darmstadt. Das ist eine ganz, ganz klare Quote. Mehr Ballbesitz natürlich auch für die Münchner, aber gar nicht so dominant mehr. Nur 55-60%, da unterscheiden sich aktuell so ein bisschen die Seiten, wie es hier gerechnet wird, haben die Bayern und das natürlich auch noch so eine Rekordpartie bei der Rückkehr von Manuel Neuer nach 321 Tagen außer Gefecht. Und besonders hervorheben bei dieser absoluten Leistung muss man auch hier, wie eben schon angekündigt, Harry Kane. Ein Tor von der eigenen Hälfte. Keine Ahnung, ob es das schon mal gab, dass der nächste Rekord ist. Ob es so viele Bayern-Tore in einer Halbzeit schon mal gab, in einer zweiten Halbzeit, das wage ich auch zu bezweifeln. Das könnte sogar Bundesliga-Rekord sein. Wie gesagt, die Rekorde sind mir aktuell nicht bewusst, aber so viele Tore in einer zweiten Halbzeit, die gab es sicherlich in der Bundesliga noch nie. 8:0 gewinnt Bayern und das in 45 Minuten. Absolut verrückte Partie. Hier gibt es wahrscheinlich nur Einsernoten, wenn man sich das Ganze mal so anguckt. Und man kann gar niemanden so besonders hervorheben. Klar, Harry Kane, Dreierpack könnte man jetzt sagen, aber auch Vorlagen gemacht. Also es ist wirklich eine rundum sehr, sehr gute Leistung des FC Bayern Münchens. Eine erste Halbzeit, die so ein bisschen Sorge bereitet hat, gerade die ersten 5 Minuten, sage ich mal, mit der Kimmich-roten Karte. Aber in der zweiten Halbzeit, da hat man sich wirklich den ganzen Frust, den man jetzt vielleicht über die letzte Transferperiode so, ich sag mal, gehört hat, hat man sich hier wirklich von der Seele geschossen. Also wirklich ganz, ganz starke Partie, kann man so einfach nicht anders sagen. Wie habt ihr das ganze Ding erlebt? Ich bin mal gespannt, wer die Bayern aufhalten soll. Denn eins hat man auch gemerkt, es steht 5:0, es steht 6:0 und da kommen Leute rein. Mattes Tell, Thomas Müller, die wollen alle nochmal ran. Müller trifft auch wieder direkt. Jeder ist da nochmal so richtig heiß und will sich nochmal neu beweisen. Und das hast du heute einfach richtig gemerkt, dass die Bayern halt wirklich so einen richtigen Torhunger haben. Das habe ich so in den letzten Jahren von ihnen noch nie erlebt. Eure Meinung zum Spiel? Wie gesagt, gerne mal in die Kommentare. Absolutes Rekordspiel, Jahrhundertspiel. Sowas erlebt man nicht oft. Und natürlich tut man sich auch so ein bisschen, tut mir auch Darmstadt 98 leid, denn sie haben jetzt hier die gewalte Power des FC Bayern Münchens abbekommen. Es musste vielleicht auch einfach mal wieder sein, dass irgendeine Mannschaft unter die Räder kommt und jetzt hat es eben Darmstadt erwischt. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Eure Meinung in die Kommentare. Bis dann, Leute. Ciao.